Herzlich willkommen zurück zur neuen Folge God of War. Und ja, in der letzten Folge sind wir stehen geblieben. Wir sind jetzt immer noch im Bau von der Schlange und müssen mit mir das Auge finden. Okay, dann erstmal da rein ins Boot hier. Und ich denke mal, wir müssen hier weiter. Und da hinten sehe ich auch schon irgendwas. Ah, da oben. Okay, dann erstmal hier andocken. Ich hoffe, mich habt ihr nicht immer so übersehen im Wasser oder so. Also auf dem Wasser ist es nicht wirklich, aber ja, also irgendeine Kiste oder so. Okay, da ist dann irgendwas, aber ich wahrscheinlich wieder die Axt. Und sonst? Okay, dann gehen wir erstmal hier hin und verwenden die Axt. Okay, da kann ich was bewegen. Jetzt schnell hier hin. Da haben wir es eingefroren. Und jetzt. Okay. Da, der Hammer. Dann hier nach oben. Und dann. Okay, hier hin. Und dann hier runter auf die Plattform. Ich habe die Axt zurück und jetzt sollten wir da rüberkommen. Mimir, eine Idee, wo Odin dein Auge versteckt hat? Nein, ich kann schließlich nicht mehr hindurchsehen. Okay, dann hier nach oben. Okay, das ist wieder eine Truhe. Und was ist hier drin? Ja, ist dein Auge. Vielleicht solltest du das in meinen Kopf stecken, zur Sicherheit. Sachte jetzt, sachte. Ich danke dir. Man kann das räumliche Sehen echt vermissen. Okay, da haben wir sie schon. Dann müssen wir wieder zur Weltenkammer zurück. Okay, haben wir sonst alles hier mitgenommen. Aber warte mal, da ist ja noch was. Hätte schon was, hatte ich schon was übersehen, die Kiste hier. Also die Truhe. Ich denke mal, sonst haben wir so ziemlich eigentlich alles. Und was ist das hier? Ah, wir haben diese Chiffre vervollständigt. Jetzt können wir in eine neue Welt reisen, oder? Okay, dann. Warte, wo geht's wieder runter? Hier? Anscheinend nicht, anscheinend irgendwo anders. Achso, hier können wir nach unten. Dann kommen wir wieder da zum Boot zurück. Okay, dann lässt man wieder raus hier. Wie ist das, Mimir? Tja, ich kann nicht sagen, dass ich mich wieder ganz fühle, aber es ist eine Verbesserung. Ist der Bifrost intakt? Es wird reichen. Dann haben wir alles, was wir brauchen. Endlich! Wir gehen nach Jötunheim. Jetzt hält uns nichts mehr auf. Kleiner, weißt du, was das Schicksal herausfordern bedeutet? Ah, irgendwie brennt das Wasser hier drin. Das ist Wasser, oder? Ah, damit ja. Gold, okay. Da hinten muss auch noch was sein. Okay, nochmal Gold. Alter, so ein Dorf. Furchteinflößend. Reizt unsere Anwesenheit Jörmungandrs nach? Hm? Nein, etwas stimmt nicht. Oh, Scheiße. Gar nicht gut. Puh, es ist vorbei. Wird sie geschlagen? Was ist das?
Beeilung. Sehe ich ganz genauso. Versuche, das Gleichgewicht zu halten. Das Boot schwankt, ich werde... Ich hab dich. Was ist passiert? Waren wir das? Nein. Etwas anderes. Der tote Riese. Warum ließ uns die Schlange hier? Da! Wir können dir noch trauen, oder? Alter Abstand, bis wir es wissen. Die Weltenschlange. Was ist passiert? Wir hatten gehofft, du weißt es. Du bist weit gereist. Ich suche meinen Sohn. Ihr beiden. Habt mir die Augen geöffnet. Du weißt gar nicht, wo er ist? Nein. Doch die Wälder und Wiesen sprechen von ihm. Ich weiß, er ist hier in Midgard. Wann hast du ihn gesehen? Ist lange her. Noch vor deiner Geburt. Warum stehst du denn so weit weg? Was ist los? Was ist passiert? Ich habe geahnt, dass ich euch beide hervorlocke, wenn ich die große Schlange verletze. Habt ihr eine Ahnung, auch nur den Hauch einer Ahnung, was ihr mich gekostet habt? Mein Sohn. Mutter. Ich bin hier. Lauf nicht weg. Oh, ich gehe nirgendwo hin, Mutter. Ich weiß, dass du wütend bist. Ich weiß, dass du noch dasselbe fühlst. Doch ich möchte, dass... Was? Was ich fühle? Was ich fühle? Ich habe die letzten 100 Winter geträumt. Von diesem Moment. Habe alles genau durchdacht, was ich dir je sagen wollte. Jedes Wort, damit du dann endlich begreifst, was du mir alles geraubt hast. Aber jetzt wird mir klar, du musst eigentlich überhaupt nichts begreifen, weil ich dich... gar nicht brauche. Nein, zurück, Kratos. Das hat nichts mit dir. Der Weg, den du wählst. Rache. Er bringt keinen Frieden. Glaub mir. Du. Um dich kümmere ich mich später. Zuerst die Familie. Das wieder. Oh, Scheiße. Na, okay, das wollte ich gar nicht. Oh, Scheiße. Nein. Ich tue euch nichts, aber ihr seid damit.
Wo ist er? Ah, hier. Ach, scheiße, da hätte ich blocken müssen. Dann wird der voll geheilt. Warte mal, können wir mal töten? Oh, scheiße. Oh, nicht schon wieder. Wende dich lieber davon ab, Junge. Das wird nicht schön. Ich lass das nicht zu. Nein, Junge. Na schön. Halt! Nein! Nein, Atreus! Du blutest. Atme, Junge. Atme. Nicht mein Blut. Was ist das? Ich kann das spüren. Ich kann jetzt alles spüren. Er ist verwundbar. Köchergurt, ja. Die Nistel hat ihn verletzt. Freya hat sie böse genannt. Er ist nicht nur verletzt, der Bann ist gebrochen. Dann kann man ihn töten. Ganz bestimmt, langsam erinnere ich mich. Jetzt erinnert er sich. Sie kontrolliert dieses Ding? Haltet euch da raus! Ich weiß, ich kann ihn umstimmen. Nein, Weib, kannst du nicht. Er hat vor, dich zu töten. Du kannst mich nicht aufhalten. Niemand kann das. Wo ist er? Es ist mir egal, wenn er mich tötet. Ich werde ihn beschützen. Ich lasse ihn nicht sterben. Wie ergreifend. Das ist alles bald vorbei. Da! Okay, nächste Runde. Okay, dann sollten wir uns eigentlich töten können, wenn er sie verwundet ist. Okay, geblockt, das ist gut. Schaden, oder? Scheiße. Nein. Ah, nicht genau jetzt. Und jetzt wieder drauf gehen. Nein, scheiße. Nicht.
warte, wieder blocken. Oh, das war scheiße. Nein. Nein, boah, jetzt bin ich da wieder reingerannt. Oh, scheiße. Nein. Welchen der Achsenbüsche? Ist vielleicht auch sinnvoll. Die macht mir gerade gar keinen Schaden. Aber ich glaube, da bringt die Axt gar nichts. Oder warte mal, kann ich jetzt. Ah, ja, doch, ja. Also, die Axt bringt, glaube ich, hier wirklich wieder gar nichts. Atreus! Ich bin hier oben! Mir geht's gut! Und mir geht es wunderbar! Hab mich nie so lebendig gefühlt! Aufhören! Lieber! Ach, Scheiße! Warte, kann ich jetzt? Ich glaube, jetzt soll ich die Axt dann benutzen, oder? Ja. Ja, ja, ja. Oh, scheiße, ausweichen. Draufgehen, komm schon. Oh, Scheiße. Die Hälfte haben wir schon mal. Oh, wieder solche Viecher. Nein! Och, Scheiße, verpiss dich! Okay, warte mal, eine rennt hier noch herum. Da waren es doch wieder alle. Aber wir haben ein bisschen Schaden gemacht. Gefühl!
Ja, wieder solche Viecher. Das kommt jetzt noch. Schön nach oben. Atreus! Bleibt weg von meinem Sohn! Ihr müsst das nicht tun! Da! Halte ihn auf! Oh nein, 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 Scheiße. Sei still! Rage-Modus. Die nächste Runde. Obwohl, nein, es geht nicht so weiter. Scheiße. Alter, ich treffe ihn gar nicht. Was soll ich denn? Ah, ich Idiot. Scheiße. Alter, komm schon. Alter, komm schon. Verwenden. Ihr könnt mich bitten.
Das reichen wir ja nicht. Alter, das gibt's doch nicht. War das Gesundheit? Alter, wir haben ihn doch gleich. Du wirst uns nicht mehr folgen. Du lässt sie in Ruhe. Ich brauche deinen Schutz nicht. Ich habe Fehler gemacht. Ich weiß. Aber du bist jetzt frei. Du hast, was du wolltest. Versuch mir zu vergeben. Lass uns bitte neu anfangen. Nein. Nein. Niemals. Denn ich werde dir niemals vergeben. Du musst dafür büßen, dass du mir mein Leben gestohlen hast. Ich habe gebüßt. Ich habe gebüßt. Aber wenn nur das allein dir Frieden bringt. Und wenn nur mein Tod die Fehler berichtigt, wehre ich mich nicht. Ich liebe dich.
endlich das. Du hättest gehen können. Der Kreis endet hier. Wir müssen besser sein als das. Süßer Sohn! Nein. Freya. Er wollte es. Ich schwöre, hiermit dir jede Qual, jedes erdenkliche Gräuel anzutun, versprochen. Ich werde deinen kalten Leichnam durch alle Orte, in allen Welten tragen und dich dann Hehls Abschaum zum Fraß vorwerfen. Das ist mein Versprechen. Er hat dich gerettet. Er hat mir alles genommen. Alles. Du bist ein Monster. Erfüllt von Bosheit und Zorn. Du wirst dich nie ändern. Dann kennst du mich nicht. Gut genug. Und er? Junge. Hör gut zu. Ich komme aus dem Land Sparta. Durch einen Götterpakt verlor ich meine Seele. Ich tötete viele, die es verdienten. Und Unschuldige. Ich tötete meinen Vater. Was war dein Vater, Neil? Lebt man so als Gott? Muss alles so enden? Söhne töten ihre Mütter, ihre Väter? Nein. Wir entscheiden selbst, welche Götter wir sind. Ohne zurückzublicken. Wer ich war, wirst du nicht sein. Wir machen es besser. Tja, dann sind wir wohl jetzt die Bösen. In ihren Augen ja, aber sie hatte diese Wahl nie. Diese Reise, solange ich die Kraft habe. Ich verstehe nicht. Ich weiß, es war richtig, sie zu retten. Aber sie war am Ende richtig böse. Nicht böse? Du hast ihren Sohn getötet. Ihren Sohn. Den Tod eines Kindes können Eltern nicht leicht verkraften. Er wollte sie töten. Sie wäre gestorben, damit er lebt. Das können nur Eltern verstehen. Also dürfte ich dich töten? Wenn du stattdessen lebst. Ja. Hör mal. Es gab keine leichte Wahl. Für niemanden. Aber wir sind uns einig, dass du richtig gehandelt hast. Die Welt ist ein besserer Ort mit Freya darin. Nur, gebt ihr Zeit, Freunde. Ihr werdet sehen. Dann zurück zu Tyrs Tempel. Ein letztes Mal. Ja, Jüttenheim wartet. Okay. Was haben dir Baldir denn gekostet? Oh, haben wir das geheim? Dann lass mal hier hin. Sicher nur. Warum hat die Mistel den Bahn gebrochen? Bahn, die ist sehr mächtig.
aber ihre Regeln sind nur schwer fassbar. Eine Hexe kann damit bestimmt umgehen. Oh, das ist alles so verdammt tragisch. Baldur war das größte Geschenk, das Odin Freya gab. Das einzig Gute aus ihrer Ehe. Sie wollte ihm nur Schmerz ersparen und sich selbst ihn zu verlieren. Doch solche Regungen lassen gute Eltern oft schrecklich dumme Entscheidungen treffen. Okay, dann hier rüber. Oder warte mal. Wenn ihr schlau seid, werdet ihr ihn finden. Schauen wir mal hier rein. Kann ich hier was verbessern? Den Klingenknauf? Ah, leider nicht. Aber ich glaube, ich lasse es einfach mal. Da müssen wir hin. Junge, der Kopf. Nimm ihn. Oh, klar. Hab ihn. Hoffentlich explodierst du nicht oder so. Oh, hatte ich nicht bedacht. Vielleicht sollten wir das besprechen. Nee, wird schon gut gehen. Bereit. Das ist unangenehm. Jetzt, Junge. Da. Wir sind fast da. Und worauf warten wir noch? Ist es noch weit? Wir werden sehen. Auf ein Wort, bevor wir fortfahren. Also das Letzte, was ihr beiden da oben braucht, ist ein verwesender Kopf. Ich warte besser hier. Es geht um dich und den Jungen. Stimmt. Aber wenn dich jemand... Bei Sifs verdammt prächtigen Rundungen. Ihr habt es geschafft. Tut mir leid. Das mussten wir sehen. Oh nein. Nein, 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 nein. Ach, verdammt. Na schön. Passt so lange auf den Kopf auf. Ich kann das. Nein, ich kann das nicht. Na gut. Bereit? Komm. Oh, ich habe einiges mit dir vor. Okay, dann bist du zum höchsten Gipfel. Schau! Die Finger des Riesen! Vor uns ist der höchste Gipfel! Da vorne! Geschafft! Haben wir.
Was machst du? Ich will nichts mehr verbergen. Können wir jetzt gehen? Es ist so nah. Junge. Junge? Nichts. Dachte nur, ich müsste Stimmen hören. Hallo? Ist jemand hier? Wo sind wir hier? Sie sind wohl beim Verlassen von Midgard hier durchgekommen. Der Rest von Ihnen. Wozu all diese Gesichter? Und wenn das alle Riesen sind, die Midgard Leben verlassen haben? Nicht besonders viele. Odin und Thor, sie ruinieren alles für jeden. Okay, da ist noch was. Wer ist der Wächter? Okay, da Wissen hinzugefügt. Ich müsste sie fühlen, aber ich tu's nicht. Dieser Ort ist tot. Was ist passiert? Warum hat Mutter uns hierher geschickt? Eine Frage ist beantwortet und zwei neue stellen sich. Mit ein paar Riesen. Sie kannte Riesen? Das sind wir. Da trafen wir zum ersten Mal die Weltenschlange. Aber wie? Unser Kampf mit Baldur. Aber der war doch eben erst. Warte. Sie wussten alles, was geschehen würde. Der Drache im Berg, der Steinmetz, diese Zeichnungen. Das ist unsere Geschichte. Nein. Deine Geschichte. Aber was bedeutet das? Dass ich nicht der Einzige war, der Geheimnisse hatte. Du wusstest nicht. Sie war eine Riesin. Ich bin ein Riese. Warum das Geheimnis? Sie schickte uns her, damit wir das hier finden. Aber...
Warum so umständlich? Deine Mutter hatte sicher Gründe. Baldur war gar nicht hinter mir her. Er ist die ganze Zeit ihr gefolgt, ohne zu wissen, dass sie nur Asche ist. Sie hatte einen Plan für uns. Dem vertraue ich. Egal, was es ist. Außerdem lag sie noch nicht falsch. Na komm, wir sind dem Ende schon so nah. Ja. Ja, sind wir. Okay, dann müssen wir jetzt die Asche zerstreuen. Sieh nur. Es ist Mutters. Sie war hier. Sie hat unsere Schritte vorausgesehen. Als wäre sie dabei gewesen. Sie hat uns beschützt. Und heimgeführt. Wenden wir es. Okay, wir sind da. So. Ich hab dich lieb, Mutter. Die Riesen sind wirklich alle weg. Hier gibt's nichts für uns. Komm. Also, Mutter war eine Riesin. Dann bin ich teils Riese, teils Gott. Und teils sterblich. Stimmt. Aber eine Sache verstehe ich nicht ganz. Mein Name an der Wand. Die Riesen nannten mich Loki? Loki. Den Namen wählte deine Mutter bei deiner Geburt. So musste ich ihr Volk genannt haben. Warum? Das klären wir ein andermal. Lass uns heimkehren. Okay, abgeschlossen. Jetzt ergibt wohl alles einen Sinn, wieso wir sie herbringen.
bringen sollten, zu ihrem Volk. Aber wusste sie, dass es hier so aussieht? Wollte sie, dass wir das hier sehen? Wollte sie, dass wir das weitererzählen oder geheim halten? Ich weiß es nicht. Was sollen wir tun? Ich überlasse dir, das zu entscheiden. Oh. Wieso habt ihr mich Atreus genannt? Ganz sicher nicht nach einem Gott. Nein. Er war ein Soldat. Ein Spartaner. Ein großer Krieger? Alle Spartaner sind große Krieger. Wir trainieren von Geburt an. Unser Leben bestand aus Disziplin, Pflicht, Kampf und Tod. Das Leben war hart und wir ertrugen es stoisch. Doch Atreus von Sparta war anders als der Rest von uns. Selbst in den dunkelsten Zeiten lächelte er. Er war glücklich. Er gab uns die Hoffnung, dass in uns, obwohl wir Kriegsmaschinen waren, auch Menschlichkeit steckte. Güte. Als der Tag kam, an dem er sein Leben in der Schlacht verlor, rettete sein Opfer zahllose andere und wendete die Schlacht zu unseren Gunsten. Ich trug ihn auf seinem Schild nach Hause und begrub ihn, wie in Sparta üblich, mit allen Ehren. Sein Andenken war ein Trost in dunklen Stunden. Wow, du hast eine tolle Geschichte erzählt. Ymir hat's verpasst. Aber vielleicht hat uns Mutter auch hierher geschickt, um anderen zu helfen. Ich meine, was diente Atreus von Sparta? Und was würde Loki tun? Komischer Name. Gut, dass wir deinen genommen haben. Sie haben unangenehm ausgiebig Maß genommen und sich anschließend über das Wetter gezankt. Wohin sollen wir dich bringen? Wie wäre es denn vielleicht mit irgendwo anders hin? Okay, mit der Atreus erkunden, Wald erkunden, erlegen sie Zwergen gefallen. Befreien sie Drachen, reisen sie nach Muspelheim und Nilfheim. Finden sie im Laden neue Gegenstände, um mächtige Ausrüstung zu erhalten und alle legendären restlichen Walküren zu besiegen. Stimmt, die gibt's auch noch. Jetzt sieht man da alle auf der Karte markiert. Okay, New Game Plus. Okay, also ja, wir haben es jetzt eigentlich wieder durch und ich würde sagen, wir gehen noch ganz schnell zurück zum Haus und schauen uns noch das Secret Ending nochmal an. Okay, warte, dann müssen wir wieder nach Midgard zurück. Bevor wir nach Midgard reisen, muss ich euch warnen. Es ist mehr Zeit vergangen als ich da. Und der Schneefall, der begann, als du bald getötet hast, hat zugenommen. Es ist ein Omen. Bevorstehender Winter. Nicht irgendein, sondern ein so harter, dass er 3 Sommer lang dauert. Und wenn er um ist, beginnt Ragnarök. Ragnarök. Durch Schnee. Ja, Schnee. Noch mehr Schnee. Und dann das Ende der verdammten Welt. Ungefähr in der Reihenfolge. Noch eine Prophezeiung. Nein, Bruder. Laut Prophezeiung sollte das frühestens in ein paar hundert Wintern passieren. Ihr habt etwas verändert. Ihr wart nicht eingeplant. Ich sag dir, das ist Fimbulwinter. Ich spür's in meinem Schritt. Das ist der Groß. Hör auf, das zu sagen. Du machst mich ganz nervös. Okay, und dann gehen wir erstmal hier hin. Aber das geht's gar nicht, oder was? Weißt du, das ist die Endzeit. Wage es nicht, mich zur Stimme der Ver-
Vernunft zu machen. Leute? Wir reden nur über das Wetter. Okay, komm ich jetzt auch nicht durch. Damit will er sagen, dass Fimbulwinter bevorsteht, Jungs. Der Winter, der alle Winter beendet. Ich spür's in meinem Schritt. Wenn ihr auf dem Heimweg seid, bleibt in Bewegung und versucht, nicht zu sterben. Wenn ihr nicht auf dem Heimweg seid, gilt dasselbe. Ah, jetzt okay. So, dann, wo müssen wir hin? Wo ist unser Haus nochmal? Wahrscheinlich irgendwo hier, oder? Warte, zu Hause? Okay, das ist die Hexenhöhle. Ich denke mal, wir müssen hier hin, oder? Achso, ja, stimmt, da steht ja eh auch. Okay, dann, ja, erstmal dorthin. Stein gefressen, oder? Ich wollte noch mal fliegen. Ja, das ist wirklich zu schade. Jetzt sag mir noch mal, woher Odin vor uns wissen konnte, dass wir nach Jütland gehen. Odin ist extrem schlau, weißt du? Beinahe so schlau, wie er es selbst glaubt. Und er sammelt Prophezeiungen. Geht es um die Zukunft, kommt es in seine Sammlung. So kann er sich immer als allsehend und allwissend inszenieren. Aber es geht natürlich um Kontrolle. Kontrolle über die Zukunft, sein Schicksal. Er würde jedes Gebiet in jedem Land auf jeder Welt kontrollieren, wenn er es könnte. Er will jedes noch so kleine Widerstandsnest auslöschen, selbst wenn du nie eine Bedrohung warst. Es reicht, dass du eines Tages eine sein könntest. Wie du siehst, es ist nicht wichtig, wie er es vor euch wissen konnte. Es ist wichtig, dass er recht hatte. Okay, nochmal Wissen hinzugefügt. Okay, dann sind wir wieder zu Hause. Endlich daheim. Kommt mir wie eine Ewigkeit vor. Etwas zugig vielleicht, aber viel besser als ständig Baumrinde in der Hose zu haben. Zeit zum Ausruhen. Ich schlafe bis zum Frühling. Okay, wir müssen jetzt glaube ich einfach nur schlafen gehen, oder? Dann bekommen wir das Secret Ending. Schlaf. Schon längst dabei. Was war das? Dein Bogen. Okay, jetzt kommen nochmal Credits. Okay. Dann haben wir das jetzt auch nochmal gesehen. Bist du bereit? Ja, aber ich habe was Seltsames geträumt. Fimbulwinter war vorbei. Und Thor kam zu uns, hier zum Haus. Es war nur ein Traum. Aber es war so anders. So real. Als wäre es die Zukunft. Dann beschäftigen wir uns morgen damit. Heute können wir noch einiges tun. Komm. Okay, ja gut Leute, das war God of War auf dem PC. Hat wieder extrem viel Spaß gemacht. Ja, also ich finde es extrem geil, dass sie es auf dem PC auch rausgebracht haben. Und ja, also The Last of Us Remake kommt ja auch, also vom ersten Teil.
das, ich glaube am 2. oder 3. September oder so, ich glaube am 2. Das kommt ja dann, glaube ich, auch für den PC raus und ja, freue ich mich auch schon extrem drauf. Also ich wollte eigentlich sowieso nochmal spielen, aber ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, ob ich nochmal, ob ich jetzt überhaupt nochmal spielen soll, wenn überhaupt, also wenn dann eh das Remake rauskommt, das ist ein bisschen sinnlos eigentlich. Ja, also das Remake werde ich auf jeden Fall spielen. Und ja, also wie gesagt, es hat mir jetzt nochmal extrem viel Spaß gemacht. Ich fand es eigentlich irgendwie deutlich einfacher jetzt beim zweiten Durchgang als ja, also beim ersten Mal irgendwie. Vielleicht liegt es daran, dass ich jetzt irgendwie bessere Ausrüstung oder so hatte. Aber ja, ich muss eigentlich eh nicht wirklich was dazu sagen. Also es war halt einfach extrem geil. Die Story ist richtig gut. Die Grafik sieht nochmal, sieht auch richtig geil auf dem PC aus. Ich meine, sah ja auf der PS4 auch schon richtig gut aus. Und ja, ich freue mich schon richtig auf God of War Ragnarok. Ja, werde ich auf jeden Fall spielen. Und ja, mehr habe ich eigentlich nicht zu sagen. Und ja, gut, zusammen würde ich sagen, das war's mit dem Let's Play. Ich hoffe, es gefallen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.